Und ich sage Ihnen, da gibt es immer wieder Leute, die körperliche Probleme haben und zu Gott beten, ihn um Heilung bitten, aber dann handeln sie nicht in Übereinstimmung mit ihrem Gebet. Sie liegen im Bett und verhalten sich wie ein kranker Mensch. Sie lassen sich die fiebrige Stirn kühlen, nehmen Tabletten, aber sie handeln nicht wie jemand, der geheilt wurde. Darüber könnte ich wochenlang lehren. Wir kommen hier nun zum Ende dieser Serie, aber dies ist solch ein wichtiger Punkt, dass wir gemäß unseres Glaubens handeln. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich für Heilung gebetet habe und nicht sehen oder spüren konnte, dass etwas geschehen ist. Und doch habe ich dementsprechend gehandelt. In Jakobus Kapitel 2 steht, dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Und wenn man das in dem Zusammenhang liest, dass Glaube ohne Werke tot ist, wenn wir wirklich etwas glauben, müssen wir auch dementsprechend handeln, um seine volle Kraft freizusetzen. Und doch muss ich hier eine Einschränkung machen und eine Warnung aussprechen. Denn viele Leute, die solche Aussagen gehört haben, denken dann einfach, dann handle ich eben, als sei ich geheilt und werde dadurch geheilt. Nein, es heißt nicht, dass Glaube durch Handlungen kommt. Glaube kommt durch das Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Aber Glaube ist nicht vollkommen, wenn wir nicht auch dementsprechend handeln. Und das ist die Warnung, die ich aussprechen möchte. Ihre Handlungen rufen keinen Glauben hervor. Es ist der Glaube, der Handlungen hervorruft. Das ist ein großer Unterschied. Aber es gibt einige Leute, wenn sie solche Zeugnisse hören, dass jemand für etwas gebetet hat und dann anfing so zu handeln, als ob er geheilt wäre, und durch diese Handlung wurde sein Glaube vollkommen, und damit dann auch die Heilung sichtbar. Aber es war nicht die Handlung, die die Heilung hervorgerufen hat, es war der Glaube. Nur ist der Glaube halt nicht vollkommen, wenn man nicht dementsprechend handelt. Und doch gibt es Leute, die zum Beispiel ihre Insulinspritzen wegwerfen und sagen, im Namen Jesus bin ich geheilt. Und denken, nun muss ich noch so handeln, als sei ich geheilt. Das wird dann meine Heilung hervorrufen. Und dann schießt der Zuckerspiegel nach oben. Daran sind sogar schon Menschen gestorben. Durch solche Dinge kommt der Glaube in Misskredit. Ich versichere Ihnen, auch wenn es so aussieht, als hätten sie richtig gehandelt und sind dann doch gestorben, dann deshalb, weil sie nicht geglaubt haben. Durch Handlungen lässt sich Heilung nicht erzwingen. Glaube ist es, der die Kraft Gottes freisetzt. Nur ist Glaube nicht vollständig, wenn wir nicht dementsprechend handeln. Glaube muss von Handlungen begleitet werden. Wenn wir aber nur Handlungen haben und keinen Glauben und denken, dass unsere Handlungen Heilung hervorbringen, könnten wir sogar sterben oder Probleme bekommen. Natürlich ist es schwer zu sagen, was wirklich im Herzen eines Menschen ist. Manchmal wird es erst deutlich, wenn die Resultate vorliegen. Nachdem jemand gestorben und begraben ist, dann erst lässt sich sagen, es waren zwar die richtigen Handlungen, aber die Person hat nicht wirklich geglaubt, sonst hätte der Glaube funktioniert. Der Ausgewogenheit halber muss das gesagt werden. Und doch ist es wichtig, zu erkennen, dass wir nicht nur hören und Glaube durch das Hören kommt, sondern wir auch gemäß dem Glauben handeln müssen, wie diese Frau. Sie blieb nicht zu Hause. Sie stand auf und ging zu Jesus, kam unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und hier finden wir ein weiteres großes Gesetz des Glaubens. In nur einem Vers finden wir drei dieser Gesetze. Das erste, Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Wir müssen wissen, was das Wort Gottes sagt. Dann Glaube ohne Werke ist tot. Das zweite ist gemäß unseres Glaubens handeln. Wenn Sie sagen, ich glaube für eine Sache, und Glaube da ist, und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir wirklich glauben, wir auch dementsprechend handeln. Etwas tun, was ein gesunder Mensch tun würde. Sich anfangen zu bewegen. Ein weiteres Beispiel von Smith Wigglesworth, durch den mehrere Menschen vom Tod auferweckt wurden. Ich habe gerade letzte Woche gehört, dass man von 23 dokumentierten Fällen von Totenauferweckung weiß. Er erlebte große Wunder. Einmal betete er für eine Frau und diese Frau vegetierte nur noch dahin. Sie war nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu tun. Und weil dieses Prinzip so wichtig ist, dass wir gemäß unseres Glaubens handeln, sagte er dieser Frau, wenn du mich hören kannst und mit mir übereinstimmst, dann tu etwas. Zwinkere mit den Augen, bewege etwas, tu etwas. Und diese Frau war schon fast wie tot. Sie lag auf dem Sterbebett. Und alles, was sie tun konnte, war ihren Finger ein wenig krümmen. Und er fragte, ist das das Zeichen, dass du mit mir übereinstimmst? Und sie bewegte ihren Finger. Und er sagte, wenn das dein Zeichen der Übereinstimmung ist,
dann beweg deinen Finger nochmal. Und sie bewegte ihren kleinen Finger, das war alles, was sie tun konnte. Und er sagte, das reicht. Es war eine Handlung des Glaubens. Er glaubte zusammen mit ihr und preis Gott, die Frau wurde total geheilt. Das ist auch der Hintergrund, warum Jesus einmal mit seinem Speichel Brei gemacht hat und jemandem auf die Augen strich und sagte, lauf durch die Straßen von Jerusalem, einen Kilometer weit, wasch dich und dann wirst du sehen. Warum tat er so etwas Merkwürdiges? Weil Glaube ohne Werke tot ist. Wir müssen etwas tun.